Dann kommen Sie mal mit. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die hier ist. Ah, hier vorne. Und hier ist Monkey Island. Welches ist? Sieht doch schon aus wie die Elaine. Ja. Nee, ist nicht Elaine. Ne? Nee. Einmal für das hier. Pirates Life. Was ist das? Ist das Tier da mal, die hier steht? Ja. Hier. Heißt aber noch nicht so. Haben sie keine Lizenz gekriegt? Doch, die kriegt den Namen aber erst später. Okay. But them always promise the freedom of the sea. Now, though, a new danger is coming on the tides, already a change this world to its liking. Was wird denn dann dort verkauft? It will take. Ja, also, das ist immer noch unser Zeug. Das dauert immer ein bisschen. Geil. Den Fehler haben sie immer noch nicht behoben. Ist das immer noch so ein Bug, oder wie? Ah, oh, Bug nicht, aber... Das wird immer spät angezeigt, weil man so schnell verkauft. Und stellt euch mal vor, wenn man damit Zeug an Bord hat, was eine Million wert ist. Ja, ja, ja. Da kannst gar nicht mehr spielen vor lauter Einblendungen. Ja, ich weiß, ich hab schon eine Million. But if the ferryman can catch you, your destiny might end there. That's a sniper. Still listening. Then listen close. Sniper, sniper. All you know about your life and death is only the beginning. With your heart still beating, you will see those cursed shores with new eyes. When you raise up the flame of souls, all I can do is show you. Oh, jetzt vorbei mit den Anzeigen. Goldsammler Ansehen erhöht. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3 Viertel. Gleis 5, 3 Viertel, bitte. Oh, so was hast du jetzt rausgeholt? Kokain? Feuerkokain. Oh, das brennt in der Nase. Ein Tiefchen. Oh. Gibt's ein neues Blödchen oder wie? Nee. Wir müssen jetzt da hinten durch. Siehst den Strahl? Ah ja. Da zum Strahl hinten. Ich dachte schon, es gäbe ein neues Blödchen. The Pirate's Life. Now make sail. The door is open. The prisoner is waiting. And our time is trickling away. Okay. Schliff und durch. Was durch? Abflug. Durchs Loch. du hast Loch gesagt. Aber vorher durchs Wasser. Durch ein grünes, verschimmeltes Loch. Ja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Solange wir vorher im Wasser noch schön feucht werden, das ist alles okay. Solange es nicht zwischen den Beinen ist, was? Wir haben schon tief eingetaucht hier. Oh. Ja.
Drin. Wer lacht hier so wie eine Hexe? Dachte ich auch gehört. Ich dachte schon, hey, wieso ist Zeiss plötzlich, wieso ist hier plötzlich ein Skelett? Wollte ich schon draufschlagen oder was? Ja. Ich würde mal sagen, das gibt gleich ein Loch. Naja, dann kannst du immerhin sagen, durchlocht. Oh. Ach du. Durchlocht halt. Ach, du lachst so blöd. Dieses Schiff wurde sehr oft durchlöchert, ja. Aber nicht von mir. Dann heißt das Schiff bestimmt durchlocht. Nee, das ist... meine Galeone war schlimmer, die ich vorhin repariert habe. Michel, wo sind eigentlich bei dir die ganzen Mods? Ich bin ja der Einzige, der da ist. Ja, ah, verdammt. Irgendwie ist gar keiner da. Also, ich bin der einzige Mod. Hm. Ich bin ja nicht gar keiner. Oder? Was? 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 Was sagtest du, Zeus? Was ein Modder. Modbrick. So, jetzt bin ich da runtergefallen vom Mast. Grüne Loch. Oh ja. Sieht auch schon sehr cool aus. Du kannst keine also Beutegegenstände mit durch das Portal nehmen. Da, Mia! Ach. Einen wunderschönen guten Tag. Wo man schon vom Teufel spricht. Ja, genau, wir lassen was davon. Jetzt sind die Modelle. Na, alles gut? Hast du den alten rausgeschmissen? Also, jetzt bin ich nicht mehr der Einzige da. Alteisen. Maeve, schau mal hinter dir. Ah! Siehst ja aus wie, wie die Fischfresse einfach in Skelettform. Das könnte auch eine Geburt rückwärts sein. Wie, er sieht aus wie David Jones, einfach nur ein Skelett. Tja. Gespenstischer Papagei. Ja, da, hier. Oha. Darf ich diesen Kackvogel abballern? Ist doch schon tot. Hä? Ist auf dem Weg. Wunderbar. Ist doch schon tot. Habt ihr schönes Wochenende gehabt? Wo die Hölle heißt. Schon ein Platz. War voll gut. Cool. War ja auch geiles Wetter, ne? Ist ja perfekt gewesen. Oh. Die Szene kennen wir doch mit den ganzen Booten. Ja, ist da der Governor auch dabei? Unter den ganzen... Gute Frage. Die vor allem gestern Abend. Der erste Teil. Ehrlich, ne? Ja. Ich weiß nicht, wem ich meine Blu-ray-Box ausgeliehen habe und das geht mir so auf den Sack. Die war richtig teuer, das war eine so eine Limited Edition. Und ich habe keine Ahnung, okay, wem ich sie ausgeliehen habe. Vielleicht ist es auch noch in irgendeinem Karton, den ich noch nicht ausgepackt habe. Stehen da noch ein paar im Keller. Vor allem habe ich hier ein Bild von LeChuck hier unten, ne? Ein Bild von LeChuck? Mhm. Hihihi. Ja, ich habe. Ich hatte eine Figur gesehen. Irgendwo, ne? Ja, hier vorne. Von Guybrush. Guybrush und Reboot. Elaine. Na dann. Hier ist Elaine. Ja. Hier ist geil. Das Affe. Hier Götze der vielen Hände habe ich hier auch noch. Oh ja, genau. Von der ersten Insel in Monkey Island.
Cool. Der vergessene Bootsmann hast du hier auch. Ich habe auch noch das Entenmesser der Legende von Monkey Island. Okay. Eine Ode, andere, weißt du geil was. Oh, es tut sich was. Was passiert jetzt? Wir fahren nochmal durch ein grünes Loch. Oh ja. Ja, wir sind mit dem Whirling Blade Segel den Fluss Styx hochgefahren. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Ihr habt's auch mit den Löchern. Er hat Loch gesagt. Schöner großer Schlitz, ne? Jetzt haben wir es noch von Schlitz. Fremde Küssen. Haben wir es von Löchern zu Schlitzen geschafft. Schmeiß mal einer in den Anker. Oh, bin grad da. Zu spät. Naja, ist egal. Ja, hättest du das nicht etwas früher sagen können? Wie denn, wenn wir mit 188 Sachen da hier losfahren? So, Holz. Ein paar. Ja, hab ich schon gepflegt. Ah, schon. Deswegen sehen wir das Brot sowieso nicht mehr wieder heute. Achso. So, dann kommt man mit. Aber zu 100% werde ich das hier nicht durchspielen. Nee, nee, nee. Mal so ein bisschen reingucken. Genau. No. Wenn ihr es 100% ja, lacht sich schon wegen Schlitz, lacht sich schon schlapp. Ja, guck mal hier, hier sind auch viele Schlitze. Schlitzohren sehe ich da, ja. Ja, jetzt muss Loch ist Loch, sagte der Koch und vögelte ein Hörnli. Was? Ah, hier geht's. Sieht aus wie auf Pandora hier. Sicher, dass wir kommen auf Flugzeug Pandora. Im Weg sind? Und hier kann man zum... Hier ist, darf ich mir vorstellen, Günther. Der Günther. Bloß nicht X. Bloß nicht eure Taste drücken, sonst seid ihr wieder auf dem Schip. Ja. So, dann kommen sie mal ins Loch. Hier schon mal schön eng hier, ne? Oh ja, schöne Form. Sieht fantastisch aus. Oh, das sieht aber echt gut aus. Schau mal hier auch. Komm, automatisch Schweißperlen auf die Stirn. Und wie es hier tropft überall. schick. Seelen entdeckt. Also mal durch und rein in die jüdische Stube. Hier auch schon wieder sehr eng. Sehr eng gebaut hier. Jawohl, rein. Mit Gewalt, wenn es sein muss. Ja, warum ist das hier alles so eng? Tja. Und was macht er hier? Na du? Steht er da rum? Hang in there. Hoppala. Oh, die Musik. Du hörst Musik? Ja. Ich nicht. Wahrscheinlich Urheberrecht. Ja. Das ist wahrscheinlich. Aber ist das der Soundtrack von Fluch der Karibik? Nein. Aber es ist ein guter Soundtrack. Ja, ich finde ich mega. Oh, hier. Ja, du hörst auch nicht, oder nicht? So, hier geht's weiter. Das mit dem Soundtrack habe ich nicht ausgeschalten, wenn man das ausschalten kann. Das kann man ausschalten, ja. Extra für. Ich habe es aber nicht ausgeschalten. Streamst du denn? Nee, ne? Nö. Ja, dann ist weg, oder? Na. Was macht ihr denn hier? Das sind die drei lustigen zwei. Gewesen. Ja, und hier werdet ihr gleich auch machen, wenn wir oben sind. Meinst du? Joho, Piraten, joho! Joho, joho, Piraten haben's gut. Und eine Buddel rum. Ja, genau.
Ein Saufgelage, wo man hinkommt. Muss ich jetzt mal gucken, wie man hier. Jetzt, dieser Teil war auch ein bisschen complicated hier. Wir teilen uns auf. Ah, hier. Benötigt einen Griff hier. Ja, das weiß ich. Ja, ich hab ihn. Hat mir Aua getan. Nicht auf dem Stein sitzen. Ja, auf dem Stein. Ein Stein? Oder zwei Stein? Drei also Stein. Wenn du ein Stein bist, dann bin ich Brad Pitt. Pickle Pitt. hier. Juhu. Scheiße, bin ins Loch gefallen. Komm nicht mehr hoch. Oh. Gut. Bist du denn? Den eine Hand geben können wir wahrscheinlich eh nicht, ne? Weiter vorher. Ich warte da hoch, wo ihr hoch seid, aber komm nicht mehr hoch. Scheiße. Hier. So. Meinst du auch fein? Ah, machst du mit der Laterne? Also, kommen dadurch die Geister oder war das jetzt Zufall? Aber mit einer speziellen Flamme. Ah, okay. Die Königin, der Lampe mit. Am Ende sie zu verirren. Sagt ihr das Lied was, Michel? Ich hab's nicht richtig gehört. Irgendwie habe ich da keine Ahnung. Der macht euch manchmal leiser. Muss im Discord eingestellt sein. Keine Ahnung. Ich habe nur das Lied gesungen, was die da, als sie gehängt wurden, gesungen. Okay. So, ist das überlebt, dann gehen wir hinterher. Ja, ich suche gerade nur. Das ist so gesehen einer der nervigsten Parts hier. Aber nie weiß, wo die scheiß Lampen sind. Aus Gewohnheit will ich immer die Dingstaste drücken, die Space-Taste. Also die Abstandstaste. Drück doch mal Alter 4. Ich gebe dir gleich Alter 4. Zum Schwertwechseln bitte Alter 4 drücken. Ja, mindestens du mich auch. Die Lampe da? Kannst du mir auch mal an der Perperze lecken? Nee, die ist es nicht. Das fliegt hier vorne. Ja, dann komm mal her. Geht gleich weiter. Ah, hast du die Lampe? Ich bin eine leuchtende Lampe. Ein Glühwürmchen. Mit einem Fluch. Mit Feuerfluch. Du bist Feuer und Flamme, was? Jo. Burn, Baby, burn. Ja, hier, sag doch auch schon meine Sniper. Ui, was? Oder mein Schwert. Wie geht's jetzt weiter? Da. Es tut sich was. Oh. Oh, warte mal. Er wurde von der Sonne erschlagen. Oh Gott. Er wurde wörtlich ausgequetscht. Ja. Ich bin abgehauen. Ich bin nicht mehr da. Warte. Oh. I'm coming.
Ja, wir spielen jetzt weiter. Coming home, coming home. Nee, Quatsch. Jo, ho, jo, ho, Piraten haben es gut. Yo ho, yo ho. La 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 la. So, ihr Faulenzer. Eine wunderschöne Aussicht. Beautiful. Das sieht fast aus wie bei Goonies. Vielleicht hat er auch der einäugige Willy. Oh, das kann man eigentlich auch falsch verstehen. Und das in dem Kinderfilm. Was? Der einäugige Willy. Bei Goonies, wo sie das Piratenschiff suchen. Leider können wir den Schatz nicht mitnehmen. Oh, Menno. Was, den können wir nicht mitnehmen? Nö. Warum nicht? Wir können es ja versuchen. Ja, dann fahren wir zu Shores of Gold. Was glaubst du, wie viel Gold da ist? Und man es nicht mitnehmen kann. So, hier geht's weiter. Weißt du, wie reich wir wären, wenn wir das ganze Gold mitnehmen könnten? Glaubst du, wie viel Gold auf der Shores of Gold ist? Da ist das Zehnfache, was hier unten liegt. Sogar mehr. So. Ah, scheiße. Oh, Maverick. Ich hab dich nicht gestummt. Ich schwöre, Alter. Ja, ja, würde ich an deiner Stelle aussagen, Michel. Erstmal den Crab Dance machen, je. Wie kann man denn die Emotes aktivieren? Die Emotes hast du nicht. Die hab nur ich. Irgendwas war doch gerade vorhin. Ja, da war vorhin was umsonst, so Blubberbläschen. Ja, die kannst du dir gratis holen. Das hat nicht funktioniert. Da kam dir die Nachricht, ich soll später nochmal probieren, aber. Ja, also, das probierst du später mal. Ach, wieso komme ich da nicht rüber? Vielleicht sprinten und dann springen? Michel steht im Weg. Michel steht im Weg. Also hopp, weg da. Kann springen, Mensch. Ah, jetzt. Geht doch. So. Was macht er? Bin verwirrt. Wow. Ah, scheiße. Was machst du denn, Junge? Ja, ich hätte da zurückziehen müssen, warte. Das ist, wenn ihr nicht auf mich warten könnt. Ich bin doch extra wieder zurückgekommen, Mensch. Ja, ja. Du wolltest doch extra in den Gasnebel da unten. Und jetzt warte mit dem Springen. Er sagt der Richtige, was? Sagt der Richtige. Warte mit dem Springen, aber... Ja, wartet auf mich doch. Wie tut sich so aus, als hätte ich Zeit für so einen Scheiß? Ja. Beginnt der Spaß. Hui. Juhu. Das ist wirklich wie bei Goonies. Oh, schon vorbei. In the was? In the town. Keine Sorge. Ich könnte euch ja noch... Hier gibt's auch ein Monkey Island Easter Egg, ne? Hier. Da passt er ja gut hin, Zeus. Ich könnte so... Kann ja zeigen, wenn ich rausfinde, wie man da noch hinkommt. Esam, öffne dich. Seeschlamm, öffne dich. Ich
A pirate's life, so. Oh. Da war ja unser Lied. Ye gave the warnings no heed, and set foot in sailor's grave while ye still draw breath, at the risk of marooning yourself here for all eternity. Now that be what I call true pirate courage. Not like the scurvy sea devils who stole me plunder and jailed me up here. Me own crew, a bunch of treacherous curs. Ah, but this be no way to hold a conversation. Climb up here and lower me cage. I'll make it worth your while. Well, it's a start, sure enough. But ye hold on. I'm strung up by this old ship beside me cage. But ye'll never border from the ground. Hold your course and see if you can't make it over to her from where you are now. I'll wait. Ist der komplizierte Teil. Warum? Ja, da hochzukommen. Ich glaube nicht, wo es lang geht. Ich sehe es gar nicht. Ah, hier geht's runter. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier ist der richtige Weg. Hier schau mal. Gold. Irgendwo muss noch ein Schlüssel sein. Schweine. Ihr Schweine. Ja, jetzt bin ich ein Schwein, nur weil Zeus hier dir den Lift geklaut hat. Ja, ne? Schweinerei. Sowas verbiete ich mir, Michel. Hier, schau mal. Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Hab ich nicht. Wow. Treibt ihr euch denn rum? Ah, verdammt. Komm, nein. Ich weiß, wo der Bruder ist. Once I'm free, we might just be able to strike a bargain. Me crew wouldn't let the key out of their sight. Wissen wir, wie das so dir zeigt? Jupp. Der labert da. Michel bei Fuß. And you'll find me freedom. Party oder was? Oh, Piraten haben's gut. After all this time, being that I'm unable to provide my own means of locomotion, you'll have to carry me and make sure your hands are clean. I don't want fingerprints all over me skull. Come on, baby, do the locomotion. Sweet freedom! Ah, it feels good to see in more than one direction. All these years I've spent wondering what happened to me. Nach da hinten nächstmal. Was? Aber jetzt muss man für das Easter Egg. And I've yet to find me sea legs. So you get's about the walking, and I'll take care of the talking. Let's start by heading for the old lighthouse. Or perhaps you'd rather me take ye zum alten Leuchtturm. Of me fallen kingdom. Who knows? There may still be plunder to find. I may not be the pirate I once was, das but war I knapp. Can still put the fear into them what knows me. I know you can hear me, ye coward!
Mal wieder irgendein Hebel oder so, ne? Armer Dougie entdeckt. Ah, hier. Tausend Münzen haben wir wieder bekommen. By and by, my crew starts to grumble about returning to the living world. But I'd have sooner stayed with me loot for all eternity, rather than risk it out on the waves. Ja, ein Leuchtturm ist auch ein Logbuch. Sogar zwei, glaube ich. Mhm. So. Ein Lochbuch ist da. Weiß ich jetzt mal 100% machen wollt? Nö. Ist es immer gut. Ja. Ja, vielleicht mal anlesen. Einmal durchwaschen. Genau, ja. Muss man ja nicht lesen, muss man nur durchwaschen. Scheiße. Liegt im Garten und stinkt. Nee, ich bin so, jetzt hier plötzlich ins Loch gefallen. Hast du dich wieder mit Absicht fallen lassen? Nö, ich nicht. Das stand im Weg. Ich bin doch schon oben. Ja, du bist an mir vorbeigerannt und deswegen bin ich ins Loch gefallen. Ja. Der Rest des Jungen. Okay. Wenn man F drücken muss. Kann der Totenkopf nicht die Fresse halten? But you'll need to point your flame out to sea if we're to call the ferry. Okay. Hast du? Ah ja. Oh, I think it looked better in the dark. Now, to get the ferryman's attention. Das Batman-Zeichen. Ah. Wo ist denn noch? Wie genau man da hinkommt. Man muss, glaube ich, irgendein Segel verschieben. Was, wo muss man hin? Ich glaube, das nicht ganz. Segel musste man verschieben oder irgendwas. Zu dem. Ah. Das könnte sein. Those hooded fellers are what you might call in charge around here. And they won't suffer the living to board. Gefährliches Unterfangen, was du da. Okay, ich nehm die Treppe. Secrets still be stowed about here. Maverick, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. After all these years, the keeper took it. When he ratted me out to the other keepers, keepers. Me ship will be a sight for sore sockets. Überlebt, ja. Ich habe nur die Abkürzung genommen. So wie ich und bin gestorben. Nicht gestorben, aber sonst runter. Ja. Und ich guck mal, wie man zum Easter Egg hinkommt. Oh. War zum ja Ostern. Man musste eine Flamme anzünden und davor musste man noch ein Segel öffnen. Mhm. Weil man sonst die Flamme nicht anzünden konnte. Mhm. Osterklöten, was? Ah, warte mal. Ich glaube, man musste den Captain und dann. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt wie. Captain, mein Captain. Dafür muss ich jetzt nochmal zum Leuchtturm hoch. Ja. Weil ohne ihn geht's nicht. Die Distorschiede.
Die Wehre der Verdammten ist auch hier. Was ist mit Cheaten? Hier cheatet man nicht. Leuchte. So, was haltet ihr von der Runde Schach? Hoffentlich funktioniert das noch, wenn er den Schlüssel schon hat. Ich lauere gerade einen sehr spannenden Schachspiel zu. Ich glaube, jetzt funktioniert es nicht mehr, wir haben es kaputt gemacht. Wieder die Easter Egg. Okay. Aber vielleicht kommt man da auch mit dem Ruderboot hin. Ich glaube aber nicht. Den kommt mal mit. Hast du die Tür aufgekriegt? Alles klar, mir. There's a rowboat over yonder that'll carry ye onto the ferry. Quiet as a church mouse. Sieht man ihn noch mal. Mehrfach. Do you really know what's waiting for ye below her decks? Not all treasure is silver and gold. Me crew are free, and me conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again. Now take the key and be off with ye, before ye find yourself trapped here for good. Right button. Ye've made an old sea dog happy. What were ye step? The treasure would curse me. They still be lying about. Ein Schiffchen. Gucken, ob wir zum Easter Egg hinfahren können. Wenn nicht, fahren wir zur Fähre. Weil ich hab's bisher noch nicht mit dem Ruderboot gemacht. Okay. Na.
Sieht schlecht aus. Aber vielleicht können wir ja die Musik hören, wenn wir hier endlich genug dran sind. Jo. Sandbank erwischt. So. Naja, schade. Aber ein Versuch wert. Was wäre es denn gewesen? Ist Monkey Island die Sack gewesen. Ach so. Naja, egal. Jo. Denkt ihr, der zweite Teil hiervon wäre auch noch gut drin, oder was? Ja, von mir aus können wir noch. Weil der wird nicht so entspannt sein, das sage ich jetzt schon. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Naja, aber gleich kommt auch ein bisschen Action. Ja. Schade, dass es noch nicht das eine Item gibt, was noch reinkommt. Dann hätten wir Motorboot. Willkommen auf der Fähre der Verdammten. Oh, cool. Wie kommst du auch hin, wenn du ohne das Tortell stirbst? Ah. Nur mit dem Unterschied, also nicht nur ans Oberdeck. So stehe ich auf. Ich sehe leider. Welche Kraft, ja? Ich bin noch da. Bist du sicher? Alter, ich habe schon nur mit Verschwörungstheoretikern zu tun. Ehrlich? Ja, hier. Den mir nicht glauben. Though you should not fully remember your time in this place, perhaps some remnant of understanding will accompany you when you step through my portal and return to the living world. Was müssen wir jetzt machen? Warten, bis er ausgesprochen hat. Okay, dann kann ich ja noch auf Toilette. Es dauert ja noch Ewigkeiten, bis er ausgesprochen hat. Ja, der ist gleich zu Ende. Und jetzt? Was los? Stop! The cursed flame you carry has no place within my well of fates. Do not attempt to meddle with power beyond your command. Immer auf Reisen. Klo. Wer ist auf Klo? Na du. Nö. Jetzt nicht mehr, oder was? Nee, war überhaupt nicht, weil ich dachte, es geht hier weiter. Ja, dann komm mal her. Musst du eine Windel anziehen das nächste Mal. Nö. Mach ich ja, dann nicht. Komm. Dann treten sie mal ein. Hier gibt's Kanonenkugeln. Mhm. Und Mangiare. Ah, ich hab schon Mangiare. Jede Menge. Die Bananen waren nix, ne? Weg damit. Kokosnuss. Hier geht's weiter übrigens, ne? Ja, ja. Mann. Mal Proviant auffüllen hier. Ja, so, dann kommen sie mal runter. Jetzt wird's lustig. Noch nicht vordrängen. Schnell, Michel. Maeve ist zu sehr hervorgedrescht. Oh, Mann. Ja, Zeit ist Geld. Verpasst das ganze Spiel vor lauter Rennerei. Ach hier, guck. Ich habe den Schlüssel. Ja, dann schließ mal auf. Don't say much, do you? Very wise. When endeavoring an escape,
Silence is generally best. However, as I've had no one but a recalcitrant mutt to talk to for far too long, I shall bow to my collegial nature and introduce myself. I'm Captain Jack Sparrow. Oh, danke an den anonymen Geschenkgeber für den Sub. And you must have heard tell of my heroic journey to acquire this. Wer das wohl war? Hab so eine Ahnung, aber weiß nicht genau, wie es sein könnte. Hab da auch so eine Ahnung. Aber sicher bin ich mir nicht. Wenn Jack oben ist, passiert was. So, dann kommt mal mit. You know, I haven't had so much as a crumb to eat since I got here. Nimm doch gleich hier was zu essen. Ja, habe ich schon. Gut. I'm a shadow of my former self. Then again, the captain seems a dreary sort of fellow. Probably enjoys dried biscuits. Komm mir nicht so nah, Digga. Ist mir unangenehm. Ach, du mit deinem Digger. Aua, der hat schon ewig kein Loch mehr gesehen. Oh, da steht's. 3 Monate. A cannonball, perhaps. The scenery's not very inspiring, but it's good to stretch my legs. Now. Let's get off this ship before... Stay where you are! That happens. You, from the living world. Why have you interfered with my work? The selfish okay. His barrels have brought catastrophe in his wake. Dire fortune that now threatens to consume the sea of thieves itself. That's this is Captain here, Jack Sparrow. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy and very grumpy, so we'll just be on our way. Silence! You shall be Silencio. Ich kann gerade nicht nachladen. The key shall be cast overboard into the abyss. What you possess must never be permitted. Oh, Davy Jones. Ja. Logisch, Davy Jones, wie denn sonst? Es wird ja sonst kein Pimmel, so ein hässliches Schiff. Ah, vielleicht Klaus Störtebeker. Ja, schau mal das, Davy. Flying Dutchman. Und da oben steht er. Ja, ich sehe die Fischfresse. Tintenfisch. Ich habe gehört, heute gibt es Tintenfisch. Könnt sich aber den Bart rasieren, das ist viel zu lang. Reparieren müssen wir nicht. Einfach nur Druckfeuer. Schießt aber nicht. Verdammt. Hätte ich Kanonenkugeln mitnehmen sollen. Ja, hier unten. Ja. Und welche? Scheiße. Unter Deck. Anpacken. Andere Seite. Oh. Wieder die Seite. So, wieder die gleiche Seite.
keine Kanonen mehr. Aua! Boah, hab ich voll getroffen. Sau. Jetzt, wo ich Murmeln hole, ist er weg. Ja, kommt bestimmt wieder. Bei mir. Ihr könnt schon mal euer Schwert da. Ach, da, hier. Schon wieder auf der Seite. Ah. Ah, so weit kommen wir nicht rüber. Jetzt bringen keine Kanonen mehr. Jetzt muss gekämpft werden. Mit Schwert. Cool. Schwert. Mit Gegnern, die ihr noch nicht kennt. Mit den ganzen fischigen... Die wurden auch schon Sprecher gemacht. Heute. Oh, Zitteraal. Freut mich, der Job ein bisschen. Ist eine Schock, schwere Not. Ja. Du meinst elektrisierend. Mhm. Guck gerne zu. Ja, ich bin auf die Treppe gefallen und bin jetzt gestorben. Hast du das Genick gebrochen oder was? Meine Mutter ist gestern in die Kellertreppe runtergefallen. Hat sich die Hand gebrochen. Wollten eigentlich jetzt in den Urlaub fliegen. Aber das wird dann jetzt wohl nichts. Wieder auf Tauchstation. Da. Da drüben. So, bin wieder da. Aua. Gleich haben wir den alten Dave. Ah, mit der Kollegin oder was? Deine Kajüte geschossen. Hab keine mehr. Wieder Gegner an Bord. Oh. Aua! Hab mich voll getroffen. Die Sau. Auf nach einer Nacht. Aber erstmal was essen. Alter! Hey, schon wieder tot. Ja. Ja, die Kanonen, die sind ganz schön tief. So, und dann schauen wir mal Jack Shoot zu hier. Mhm. Theaterstück. Mhm. Oh, hier ist er wieder. Runter mit dir. Aua! Hab mich voll erwischt. Mehr Kugeln holen. So. Da ist er. Aua.
Kurzwendung habe ich noch geschlagen, ne? Da oben ist übrigens einer, ne? Bei uns auf der Brücke. Sind wir jetzt an Star Wars? Warum heißt es denn jetzt Brücke? Da oben ist doch Captain Kirk. Was? Patrick. Ach nicht, Spooky. Ja. Mr. Spook. Und der Spuck wird so viel. Der Spuck. Meinst, der hat dir einen zu feuchten Akzent. Ja, genau. Halt. Das wollte ich. Oh, das sieht schlecht für Jack aus. Oh. Hat Jack mal Löhr? Ja. Ich glaube, das war es auch gleich für Jack. Oh. Autsch. Boah, geht denn los? Hat er jetzt ein MG-Feuer oder was? Voll erwischt die Kugel. Boah, fuck. Wo war da noch mehr Essen? Hier. Okay. Die hält aber was aus, die fliegende Holländer da. Den kann man auch erst im letzten Teil richtig besiegen. Ja. Boah, bin ich verflucht? Was ist hier denn los? Hey, wir haben wieder Viecher am Boden. Ah. Ach da. Gut versteckt. Ah, zu spät. Achtung, die Dutchman. Ja, aber vorne. Haben wir sie in die Flucht geschlagen. Ja, aber dafür ist die gefährliche Waffe weg. Welche gefährliche Waffe? Na, das Kästchen. Was Jack hatte. Die Jackbox? Ja. Ist jetzt vorbei. Why did you not heed my warning? Now Sparrow is lost, and
our enemy has the treasure in his grasp to fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion. Aber die Story ist cool gemacht. Das finde ich nicht schlecht. Bei Tell muss man viel tauchen. Okay. I shall return you and your vessel to the land of the living, so that you may continue to fight. Fight to save all that you have endangered. Fail, and you shall bear witness as this world too falls under the shadow of Davy Jones. Dank. Mach durch die Tür. Okay. So, wollen wir dann noch den zweiten Teil machen, oder? Von mir aus können wir noch einen machen, ja. Ja. Tiefe. Ah. So. Bin auch wieder da. Hast du noch Lust auf den zweiten Teil? Ja. Ja, dann machen wir noch den zweiten Teil und dann würde ich sagen, erstmal Feier. Ja, genau. Zweiter Teil und dann Abendessen und Couch. Und Eiermann. So, später dann. Oh, halt, ne. Das Einzige, was es hier noch nicht gibt, ist ein scheiß Outfit-Editor, dass man seine Outfits speichern kann. Ja. Das fehlt noch. Also du gehst dann erst ein Michel und dann ist fertig mit Stream, oder wie? Ja, genau. Dann reicht's für heute. Oh, die Sonne geht auf. Ja, wie erinnert mich das voll an Rocket League oder so? An was? An Rocket League, wenn die Sonne so aufgeht hier. Keine Ahnung. Also mich erinnert das eher an Platoon. Und da vorne ist die Arena. Mhm. Oh, ich mag die Segel einfach so. Sea of Thieves finde ich jetzt nicht so brutal gut. Ja, man braucht auch schon eine gute Crew, der macht Spaß. Also die Story jetzt hier finde ich nicht schlecht, aber das davor, das war ein bisschen merkwürdig. Auch nicht so für mich.